So, hier spricht jetzt mal der Kanake. Hallo Freunde, hier ist der Orkan. Und ich wollte mich mal zu dem ganzen Merd-Thema äußern. Ja? Ich an sich selbst kenne den Merd nicht. Ich kenne nicht seine Videos. Ich habe immer nur seine Videos in dem Vorstehen gesehen. Weiß, dass er ein YouTuber ist. Und das schon seit, glaube ich, 2011 oder sowas. Und ich habe generell nichts gegen ihn. Ja? Seit kurzem habe ich auch mitbekommen, durch Facebook und so weiter und so fort, dass er jetzt auch rappt. Und ja, ist ja alles seine Sache. Und wenn er damit Erfolg hat, dann gönne ich ihm den Erfolg. Nur, was ich halt die letzte Zeit mitbekommen habe und wo ich mir die ganze Zeit überlegt habe, soll ich mich jetzt dazu äußern, soll ich mich jetzt nicht dazu äußern, war dieses Video, ja, sein Statement. Ja, da stand irgendwas mit Statement und keine Ahnung. Auf jeden Fall das Video, wo der sich negativ gegenüber Schwulen geäußert hat, wo er gesagt hat, dass er Schwule nicht akzeptiert und nicht toleriert und wo er gesagt hat, dass irgendwie Schwule Hurensöhne sind und so weiter und so fort, also auf jeden Fall Schwule beleidigt hat, ja. Und das hat mich erstmal aufgeregt, weil ich denke, okay, guck mal, du bist eine Person, die meisten wissen, du bist ein Ausländer, du bist in dem Fall ein Türke und du wirfst mit diesem Video ein schlechtes Licht auf die Türken, ja. Weil die Leute denken dann, alle Türken bzw. alle Ausländer denken so, ja. Und warum denken die Leute das? Weil die meisten Abonnenten, die Merd hat, sind ausländischer bzw. südländischer Herkunft. Das Video hat, das letzte Mal, als ich es gesehen habe, hatte das Video 80.000 Likes und 20.000 Dislikes. Und ich fand das richtig krass. Nicht nur, dass eine Person da sitzt und homophob ist und gegen Schwule spricht, sondern dass so viele Personen dieser Person noch einen Rückhalt bieten, ja, und dann überall noch schreiben, AMK Army und so weiter und so fort, ihn unterstützen und, ja, seine Meinung auch vertreten. Und da habe ich mir echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht sein, dass die meisten von diesen Menschen schon die dritte oder vierte Generation hier in Deutschland leben und immer noch so eine Meinung haben. Wie geht das? Und warum nehme ich mir das Recht, hier darüber zu sprechen, weil ich selber Ausländer bin? Ich bin zwar kein Türke, ja, aber ich bin Ausländer. Viele denken, ich bin ein Türke. Und deshalb fühle ich mich auch gezwungen, zu diesem Thema was zu sagen. Ja, weil die Leute mich dann auch selbst automatisch in das schlechte Licht stellen durch diese Leute. Weil die denken, ich bin Türke und ich denke bestimmt jetzt auch so. Und deswegen fühle ich mich da persönlich auch angegriffen, je mehr Leute so einen Scheiß von sich geben. Vor allem bin ich in dieser Gegend aufgewachsen, ich sage mal in so einem Ghetto, wo ich sehr viel auf der Straße unterwegs war, mit allen ausländischen Jungs, ja, türkischer Herkunft, afghanischer Herkunft, arabischer Herkunft und so weiter und so fort. Und ich weiß, wie diese Leute denken. Persönlich, wie gesagt, habe ich nichts gegen diese Leute. Aber dieser Punkt der Intoleranz, die Intoleranz gegenüber Schwulen, die Intoleranz gegenüber Juden, die Intoleranz gegenüber anderen Religionen, die regt mich richtig auf. Vor allem, warum regt sie mich auf? Weil diese Leute selbst Toleranz verlangen. Die wollen von anderen toleriert werden. Die sagen immer, ja, wir Muslime, ja, die stecken sich immer in die Opferrolle. Ja, wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht, wir dürfen in der Schule nicht beten und so weiter. Dieses Thema, was gerade aktuell ist. Was ich alles akzeptiere, okay, wenn ihr euch beschwert, ist ja schön und gut. Nur warum seid ihr dann selbst intolerant? Das ist das, was mich aufregt, ja? Du kannst nicht Toleranz verlangen, aber selbst intolerant sein. Das geht einfach nicht. Und die meisten Ausländer, die meisten ausländischen YouTuber, ja, haben sich nicht dazu geäußert. Die haben sich einfach Schiss, sich dazu zu äußern. Obwohl es gerade so wichtig ist, nicht allgemein nur wegen den Schwulen. Niemand darf diskriminiert werden. Weder Schwule, noch Behinderte, noch Ausländer, noch, keine Ahnung, Asiaten, Schwarze. Niemand. Niemand darf diskriminiert werden. Und ja, ich sag, man muss jeden tolerieren. Natürlich soll man nicht irgendwelche Kinderschänder oder Mörder tolerieren. Das meine ich nicht. Aber jemand, der dir nichts antut,
der für sich selbst das Ganze macht, der für sich selbst lebt, ja, und für sich selbst Sex irgendwie mit anderen Männern hat oder Sex mit anderen Frauen hat, das kann dir doch scheißegal sein, ja. Vor allem die meisten dieser Leute, die das Video geliked haben, die der Meinung sind, ja, ich bin mir sogar sicher, die meisten von denen sind Prison Break Fans, ja, die Serie Prison Break, ja, und die finden sicherlich den Hauptdarsteller cool, ja, also den Michael, ja, der hat den Michael gespielt in dieser Serie. Aber er hat sich 2003 als schwul geoutet. Wollen Sie dir zum Beispiel diese Serie nicht schauen, nur weil er schwul ist? Er ist trotzdem noch er ist trotzdem noch ein normaler Mann, der halt einfach eine andere sexuelle Orientierung hat, die dich nichts anzugehen hat. Und das verstehen viele nicht. Und viele denken irgendwie automatisch, Schwule benehmen sich alle so tuntig und so weiter und so fort. Ich habe auch sehr viele Schwule gesehen, zwar nicht persönlich, aber in Filmen und irgendwelche Stars und so weiter und so fort, die ganz normale Männer sind, aber nur mal schwul sind. Ich kann Leute verstehen, die sich über diese, sagen wir mal, tuntige Art aufregen, über diese zu weibliche Art, ja, dieses Übertriebene und auch dieses bisschen Arrogante, dieses... Ich kann es verstehen. Ich hatte mal selbst einen in der Klasse, der so war, und ich habe das nicht gemocht. Warum habe ich das nicht gemocht? Nicht, weil er schwul war, sondern weil ich diese Art nicht mag. Genauso wie wenn ich nicht mag, wenn jemand irgendwie protzig ist oder sonst was. Also die Art an sich, aber nicht irgendwie seine sexuelle Orientierung. Ja? Ich mag das nicht. Und er war auch irgendwie sehr arrogant, hat viel über andere gelästert und so weiter und so fort. Deswegen habe ich ihn nicht gemocht. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Aber jemanden nicht zu mögen, beziehungsweise die Art von jemandem nicht zu mögen, ist nicht das Gleiche, wie jemanden zu beleidigen und jemanden zu diskriminieren und in der Öffentlichkeit niederzumachen. Deswegen, Freunde, ich bin gegen die Intoleranz und ich wollte unbedingt mal ein Video darüber machen. Ich kann ihm überhaupt nicht recht geben. Es mag sein, dass er sonst ein korrekter Mensch ist oder sonst was, aber in diesem Fall hat er ganz klar die falsche Ansichtsweise und sowas sollte man nicht in der Öffentlichkeit preisgeben und nochmal die Meinung anderer unterstützen, weil für viele ist er sicherlich ein Vorbild und somit fühlen sie sich in ihrer Meinung gestärkt und geben ihre Meinung noch mehr nach draußen preis. Ich finde es nur schade, dass sich so wenige Ausländer zu diesem Thema äußern und einfach mal sagen, nein, wir denken nicht so, wir sind nicht so wie er und so weiter und so fort. Und deswegen wollte ich mal unbedingt ein Video darüber machen. Ich, sagen wir mal, als Kanake, ja, wollte mal ein Video darüber machen und einfach mal zeigen, hey, ich denke nicht so und es gibt viele, die so sind wie ich, die nicht so denken, die integriert sind, die einfach alle akzeptieren, alle Religionen akzeptieren, alle sexuellen Orientierungen akzeptieren, alle Nationalitäten akzeptieren und so weiter und so fort. Hier geht es um die Akzeptanz und Toleranz. Und jetzt habe ich noch eine Bitte an euch. Bitte verbreitet das Video überall, wo ihr könnt. Teilt das Video auf Facebook, ihr könnt auch das Video runterladen und auf Facebook selbst hochladen und so weiter und so fort. Schickt das Video euren Freunden. Tut einfach alles dafür, dass das Video viel Aufmerksamkeit bekommt und dass viele sehen, dass nicht alle Ausländer, gerade nicht alle Ausländer südländischer Herkunft, so denken wie dieser Mert. Und das wäre ein wichtiger Schritt für unsere Gesellschaft, dass man auch mal sieht, es gibt auch andere Ausländer. Und nicht nur, dass man irgendwie denkt, ja, es gibt sie irgendwo, ich kenne zwar keine, dass man sie auch wirklich sieht. Und dass man sieht, dass viele auch hinter solchen Ausländern stehen. Ja, das ist mir wirklich sehr wichtig. Und das war's dann mit dem Video. Falls ihr auch meine Meinung teilt, dann hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Sagt einfach auch eure Meinung dazu. Schreibt sie unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, teilt das Video überall, wo ihr nur könnt. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Ihr wisst, bald ist mein Seminar am 25. März. Die Ticketverkäufe starten auch schon bald. Ich werde euch nächste Woche darüber informieren. Und ansonsten, Freunde, wir sehen uns in dem nächsten Video und bis dahin, Peace, im wahrsten Sinne, Peace, Frieden.